Ich hab Hunger. Ja, und? Dann nimm doch lieber meinen Arm. Echt mal? Also der Typ, der erstmal lockt er sich so schnell aus, dass er, dass seine Leiche mit der DMR despawnt. Nee, der hat sich nicht ausgelockt. Ja, nee, ich meine nicht ausgelockt, aber ist halt so schnell ins Menü gegangen. Was bringt denn das APS-Magazin, sag mal? Eine Pistole. APS und APS-SD gibt das. Ist so eine Art, So eine Makarov schon wieder? Jein. Es gibt nämlich so viele verschiedene Makarov-Versionen hier auf dem Server. Ah, hier gibt's eine CZ-75, das ist eine M9. Also, die sieht aus wie ein M9, kann M9-Max laden. Okay. Ach, hier gibt es so viele Waffen. In alle Makarov und M9 und... Ich frag mich, ob der Typ wiederkommt. Ach, Quatsch. Weiß er nicht, ich würde auf jeden Fall seine Sachen verstecken. Der hat nichts mehr. Aber Razors Leiche liegt halt hier noch hinter dem Stein. Ja, wir warten mal noch, bis Razor da ist. Der schnappt sich sein Zeug wieder. Und dann geht's auf nach, Auf nach zurück. Genau. Sieht man mich hier hinter dem Pfeiler? Ne, nicht wenn man weiß. Nee, wenn man nicht weiß, dass du da bist. Da ist wer, da ist wer. Ne, vergiss. Zombies, oh, Alter. Der Zombie mit der Axt im Rücken hat so eine Animation gemacht, als hätte er eine Waffe und die Axt ist rumgebackt und sah so aus, als hätte er wirklich eine Waffe in der Hand. Und wäre gekrochen. Du weißt, was ich mal machen werde? Ich werde eine Flare dahin werfen. Was kannst du tun? Hauptsache, sie ist weit von uns weg, damit sie uns nicht sehen. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil die leuchten doch durch Gebäude durch. Wie? Ja, Flares leuchten auch durch Gebäude. Ja, nee, wir sitzen ja weit von der Flare weg, aber... Die sollen die Flare ruhig sehen, aber nicht uns. Oh, also gucken wir doch mal hier. Im Gebäude. Wenn ich hier keinen Reifen finde, ne, dann... ich mich erhängen. Naja, kommst du hier Felix wieder her? Danach gehe ich mich erhängen. Da sind Goebbels. Da habe ich mir auch gerade gedacht. Ah, geh weg. Ah, ne, die DMR, ey. Lol, die ist in der Tanne. Da. Der Prime Evil, der tötet so oft die Tipp Leute. Das ist Edmund. Echt? Ja. Ich hab vorhin schon wieder keinen Hero-Kill bekommen, weil Razor den Kill bekommen hat. Ich hab 2 Bandit-Kills bekommen. Aber wieso bin ich kein Bandit, Mann? Also ich bin Hero, ich hab 2 Banditen gekillt, glaube ich. Ja, du hast einen Banditen getötet, was hast du oben rechts in der Anzeige? Ja, immer noch die Hand. So ein Adler hab ich. Oh, das ist ein... Ivo. Ja. I need a hero. Also wer auch immer die beiden waren, sie waren beides Banditen, die ich gekillt hab. Hast du jetzt 2 Adler bekommen, oder was? Ich hab einen Adler, ich hab 2 Totenschädel bekommen, und Bandits killed. Aber Totenschädel ist schlecht. Ernst? Nee, das sind Bandits. Wenn du Bandits tötest... Warum hab ich denn einmal einen Adler? Ja, ein Hero getötet? Nein, das war kein Hero. Und das war halt ein Mörder halt. Das war einfach ein Mörder. Die Hand ist Civilian. Was sind Civilians? Also, NPCs oder was? Ja, normale Survivor hat gar nichts. Okay. Kein Bandit, kein Hero. Ich bin immer noch... Hero. Da ist ein Auto! Oh, da ist ein Auto! Wo? Oh. Das fährt halt gerade in Richtung Krankenhaus. Ein SUV, ein schwarzer. Ist vor dem Krankenhaus. Genau vor dem Krankenhaus ist er. Ja, hör ich. Wollen wir uns ihn holen? Nee, irgendwie, weiß nicht. Leg dich wieder hin, man sieht dich so offen. Das sind schon die 4. Jerrycan, die ich in den Zombie-Aggro. Ja. Läuft nach links. Ah ja. Alter, jetzt bin ich aber gerade hier. Aha. Jetzt wünsche ich mir eine bessere Waffe. Ist so. Wobei ich habe eine Lee Enfield, damit kann ich leben. Kannst du auf die Entfernung auf jeden Fall schießen? Ja. Direkt vom Krankenhaus stehen geblieben? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich sehe den ja von hier aus nicht. Das klang so. Der ist neben uns direkt.
Nee, ist ein Zombie. Ich hab dem den Reifen ausgeschossen. Wo ist er denn? Wo schießt du denn hin? Der ist neben uns direkt. Ach, da vorne. Ausgestiegen. Der Fahrer ist noch drin. Auf mich hauen gerade so viele Zombies an. Schuss. Das war mal ein Schuss. Auf mich. Schuss, nee, auf mich. Schuss auf mich. Nein, auf mich. Der schießt doch gerade auf mich. Der hat mich gesehen. Ich stehe neben dem. Der schießt doch auf mich. Ja, das ist der andere. Streitet euch um die Kugel. Streitet euch um Alter, die Kugel. Alter, ich habe 20 Zombies hinter mir. Das ist total zum Kotzen. Egal, die haben auf mich auch geschossen gerade. Der hat auch halbautomatische Waffe. Ja, eine AKS. Schießt schon wieder auf mich. Ich bin tot. Ja. Ja, ich bin tot. Alter Mann, warum sind die Zombies nicht auf den gegangen, sondern alle nur auf mich? Gehen so. Sind das zwei gewesen? Ja, es waren zwei. Einer mit Gilly, einer ohne. Laufen beide zu deiner Leiche gerade. Ja, dann kill sie. Alter, da waren 30 Zombies, die mich angehittet haben. Ich konnte nirgendwo hin. So scheiße. Ohne Witz. Willkommen, Daisy. Ja, normalerweise ist das bei mir nicht so. Ich bin eigentlich immer der, was so in der Situation ist. Die sind jetzt an der Flair. Kill sie, wenn es geht. Oh, ich hab dem instanten Reifen weggeschossen, dem Pisser. Was? Bist du tot? Ja. Er hat mir instant einen Knochen den Oberschenkel durchtrennt. Scheiß Zombies, einfach nur Scheiß Zombies. Aber ich meine, sie hatten schon auch den Vorteil mit den Waffen her, aber trotzdem, normalerweise kriege ich sowas. Warum musst du auf die schießen? Wir hatten unseren ganzen Kram, Mann. Ich hab den Reifen kaputt gemacht. Außerdem, der ganze Kram, den ich dabei hatte, war der ganze Kram, der es mir egal ist, wenn ich ihn verliere, von daher. Olle. Und die müssen jetzt ihr Auto reparieren. Ja, dafür haben sie aber genug Zeug, was wir da liegen lassen haben. Naja. Fürs Auto reparieren? Wo haben wir einen Reifen? Egal. Nicht, aber die haben auf jeden Fall... Zementsack fahren. Wo ist dein Razer jetzt schon? Ist der schon wieder in der Stadt? Passt. Kannst du beim Airfield vorbeigucken, ob du eine Waffe findest und dann schnell hin. Aber ich bin Markov-König, ich drück jetzt so schnell. Ich hab dem einen mit der Enfield gegeben, aber das hat ihm scheinbar nicht interessiert. Ja. Ich hab Schrotflinte gegen M4-1 versucht. Lol, M4 Negativ. Hab ich gar nicht gehört. Doch, der eine hat eine M4, aber die war ST. Jo. Oh lol. Die hat der vom Auto in Richtung. Also der hat der andere hat. Achso, waren da drei? Ich bin. Nee, da waren zwei. Der eine ist hingelaufen zur Flair. Im Kreis, ich bin hin, wollte nachschießen, dann hat der Typ, der andere hat die Campscheibe und hat mir dann den Oberschenkel. Oh lol, jetzt habe ich auch wieder einen Hero-Skin beim Spawn. Jetzt habe ich auch den mit der Press hinten, den Reporter-Skin. Toll, Dieb. Mann, ey, so eine Situation hätte ich früher immer gehabt. Scheiß Zombies. Zombie. Egal, bis die da ein Dingens finden, Reifen, ist aber da. Ist so. Aber das auf den Reifen, weißt du, das war ein guter Schuss, also da gibt's nichts auszusetzen dran. Aber, den einen, der weggelaufen ist, der ist so hässlich zickzack gelaufen. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass ich dem einen guten Hit mitgegeben habe. Soll ich eine Cherrycan? Ach, scheiß auf die Cherrycan. Es ist 1938, der Steam Store ist wieder mal überlastet. War klar. Hier liegt Essen, what the fuck. Toll, muss jetzt wolkenloser Himmel sein, wenn ich Orientierung brauche, ich bin mitten im Wald. Eine Pickaxe, ja, wieso nicht? Da ist Wasser, also laufe ich in die andere Richtung.
Spruch. Ja, ich bin jetzt auch ein Hero bei anderer Besten. Oh, ärgerlich. Also ärgerlich im Sinne von, es ärgert mich, dass ich die nicht gewischt habe. Hätte ich da jetzt eine M14 gehabt, der Alte, die wären so gestorben, unglaublich. M14 ist einfach mal immer von... Wär's Tag gewesen. Nee, Tag war mir egal, ich hab's ja gesehen. Ich bin der Meinung, ich hab den einen mit der Schrotflinte getroffen. Ja, gestorben ist keiner von denen, so viel wissen wir. Und die müssen jetzt, ich weiß auch, dass ich ihren Reifen zerschossen hab, sonst hätte der nicht so eine komische Rechtskurve gemacht und wär stehen geblieben. Die mussten aussteigen. Wollten die Krankenhausloot nehmen, oder wie? Nee, die haben scheinbar die wollten sich schon die Flair angucken. Die sind am Krankenhaus vorne vorbeigefahren, sind weitergefahren und sind dann hinten direkt am Bahnhof vorbei, direkt an der Flair vorbeigefahren. Zwischen Salz und mir durch. Und wie sie da vorbeigefahren sind, habe ich mir gedacht, ja komm, scheiß drauf, wir haben eh nichts zu verlieren, schießt einfach im Reifen. Oh, das wird hell. Ja. Zack. Das ist doch ein bisschen doof, ey. Ja, die sehen uns jetzt auch früher. Ja, ich denke mal nicht, wenn die noch da sind, dass wir die dann holen können, aber es ist mir auch im Echtsinn relativ egal. Das ist schon machbar. Ja, gucken wir mal, jetzt sind wir inzwischen zu dritt. Jetzt haben wir ja gar nicht so schlechte Karten. Ich schätze niemals die Kraft einer Makarov. Oh ja. Ja, mit der Makarov habe ich aber auch schon coole Sachen geholt, also so schlecht ist die nicht. Wobei, ich finde persönlich die Pistole, mit der es am chilligsten ist, ein Dingens zu killen Zombies, ist die, lustigerweise, die G17. Ich kill mit dem Ding voll ganz Zombies. Ich habe übrigens eine Winchester gefunden, ohne Ammo. Hier liegt echt eine Makarov mit 6 Max. Lol. Vielleicht hat die wer gedroppt. Oh, ich bin wieder beim Medicamp jetzt. Ja, ich bin in der Stadt drin, bei der Schule gerade. Wow, ich habe einen Hit bekommen und hab's überlebt. Von einem Zombie? Ohne zu bluten. Ja. Tja. Ohne zu bluten, auf Origins. Oh nein. Was? Dr. Evil. Ivan. Das weiß ich. Orangener Typ, ne? Ja. Ja, hallo. Lauf, Salz, lauf. Und noch hat er mich nicht gesehen. Also die droppen GPS und so ein Scheiß. Lol, ernsthaft? Jo, hab schon mal mit meiner Mod 0 getötet. Cool. Aber ich kann die nicht töten, weil ich nur Hero 1 bin jetzt. Wieso, hä? Irgendjemand hat geschrieben, du musst Hero 1 oder Hero 2 oder Bandit dem gleichen sein, damit du die killen kannst. Und dann brauchst du auch endlos viele Schuss im Kopf. Also mit der Mod 0, 12 Schuss. Also ich hab letztens so eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, das war so eine MP5 ähnliche Dingens halt, weiß ich nicht. Jedenfalls erster Zombie-Hit. Mit der hab ich ihm, ne Quatsch, das war mit der Uzi und Schalli. Uzi und Schalli hab ich ein komplettes Magazin im Ding in den Kopf geballert und der ist nicht umgefallen. Hey, das juckt die nicht. Ja, toll. Na, Tauschgeschäfte in Daisy. Hab doch nie. Es gab immer so, boah, was ich da alles schon miterlebt habe mit den ganzen Tauschbörsen und den Tauschvereinen, wo dann einer mit zwei Support das Ding austauscht mit Vollbewaffnung, ein Sniper, Der Typ hat uns gerade beleidigt. Was? Ey, Katrinburg war doch, wo wir gerade gestorben sind. Lol. Eine Lee Enfield und eine Schotti. GG. Sollen wir viel machen? Nicht auf die schießen nächstes Mal vielleicht. Wieso? Ich bin doch auf PvP aus gerade. Ich meine, ja, vielleicht wäre es mit besseren Waffen besser gewesen, aber egal, was soll's. Ich hab eine Military Flashlight. Hui. Kann man die jetzt an die Waffe machen? An die Schulter kannst du die machen. Ich weiß nicht, ob das hier geht auf Origins. Nee, geht nicht. Ja. Wie will er denn anstatt die Taschenlampe? Anstatt der Waffe will er die nehmen dann. Hier fährt irgendwas. Ja, es wird der SUV sein. Ah, ich hab einen Rucksack gefunden.